Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Freunde, wir hören rein beim neuen Track von Dame Lumara, dem Asiaten und Freshmaker. Vier Leute, die ich alle liebe, die alle sehr attraktiv sind und mit denen ich vielleicht auch alle, mit denen ich auch eine innige Beziehung führe. Ich darf darüber nicht viel erzählen, aber wir hatten schon unsere Späße zusammen, ja? Freunde, wir sind gerade in einem Twitch-Livestream. Falls ihr den nächsten Livestream nicht verpassen wollt, checkt den Link in der Beschreibung, denn dort könnt ihr hier einfach ein Follow da lassen. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn dieser wunderbare Mensch hier online ist. Perfekt. Freunde, wir schauen rein bei Wing Girl. Ist leider ohne Musikvideo, trotzdem freue ich mich drauf, weil das eine ungewohnte Kombination ist. Dame, Lumara und der Asiate. Also Lu und Asian machen viel zusammen, obvious. Haben viel zusammen gemacht, habe ich mir viel angehört. Von Dame habe ich mir auch viel angehört. Aber dass die jetzt was zusammen machen, finde ich cool. Ich bin sehr gespannt. Wing Girl, man kennt ja immer den Wingman, wenn man jemanden verkuppelt, deinen Kollegen verkuppelt. Hey, kennst du schon? Blablabla. Bla, bla, bam. Und die Leute dann zusammenschiebt. Und dann entsteht ein Kind. So entstehen Kinder vorne. So bin ich entstanden. So sind die auch entstanden. Und jetzt haben wir das Ganze Opposite. The Other Direction. The Other One. Mit Wing Girl. Wir hören rein. Ich bin gespannt. Let's go. Bisschen leise, right? Geh ich aus, dann nur mit dir, denn sie bringt mich an mein Ziel. Wir ziehen abends durch die Stadt und meistens trinken wir zu viel. Ich brauch kein Tinder, nein, ich brauch auch kein Internetprofil. Denn jeder Mann ist nur so stark wie das Wingerl hinter ihm. Sie schleicht mich auf Tupperpartys ein, mit einer Flasche voller Wein. Werden die Mamas plötzlich gesprächig und landen bei mir daheim. Es hat Vorteile mit... Boah, ich liebe halt den Flow von Dame. Dame ist so ein krasses Flow-Monster. Echt, ich finde, er ist immer noch, für den Rap-Skill, den er hat, underrated sometimes. Er ist immer noch underrated vom Feeling her, finde ich. Deine Wingerl seine Nächte zu vollbringen, denn sie schnürt mich wieder... Gerade hört euch mal Legendenstatus. Hört euch auf jeden Fall mal Legendenstatus von Dame an, wenn ihr ihn krass flowen hören wollt. Weil wenn ich ins Bett gefesselt bin, wenn das Interesse mal nicht stimmt und keine Frau nach meiner Nähe sucht, ist sie längst schon unterwegs und schanzt mir wieder die Gespräche zu. Ich weiß nicht, was sie macht, aber es scheint zu funktionieren. Er ist Millionenerbe und hat ein paar Scheine zu verlieren. Sie holt für mich die besten Pferde aus dem Stall. Sie sagt nur einen Satz und schon wirft sich mir die erste an den Hals. Ja, wir crashen jede Hochzeit, tanzen jährlich auf dem Ball. Doch im Prinzip machen wir auch nicht vor Beerdigungen halt. Sie ist mein okay, die Hook hört sich jetzt schon geil an, Mann. Wing Girl, Freunde. Habt ihr einen Wing Girl? Ich hatte noch nie in meinem Leben einen Wing Girl. Ich hatte in meinem Leben aber auch noch nie Kontakt zu weiblichen Personen allgemein, deswegen liegt es vielleicht daran. Sie tanzen jährlich auf dem Ball, doch im Prinzip machen wir auch nicht vor Beerdigungen halt. Sie ist mein Wing Girl. Sie ist mein Wing Girl. Freundin, sie bleibt stundenlang wach und leistet Überzeugungsarbeit, wie ein Kumpel das macht. Sie ist mein Wingirl. Ehrenfrau, Alter, Ehrenfrau. Sie ist mein Wingirl. Sie ist mehr als eine beste Freundin, sie bleibt stundenlang wach, denn ohne Crew ist wert der Bus ja nicht da. Obwohl ich wie ein Penner lebe und sie nicht mal auf Männer steht, macht sie, wenn ich Lust auf Sex hab, mir die Jenna. Hey, sie Kleine ist mein Killer, Babe. Dann bin ich auf Party mit Leuten, dann spielt sie vor wilden Groupies meine Alibi-Freundin und hab... Boah, es ist schön, Asien mal wieder so rappen zu hören irgendwie, ich weiß es nicht. Ich höre Asien extrem gerne zu und der kommt auf den Beat ganz gut irgendwie. Nicht mal auf Männer steht, macht sie, wenn ich Lust auf Sex hab, mir die Jenna. Hey, sie Kleine ist mein Killer, Babe. Dann bin ich auf Party mit Leuten, dann spielt sie vor wilden Groupies meine Alibi-Freundin und hab nicht zu viel getrunken und am nächsten Tag ein Kater, dann ist sie wie eine Handtasche, sie ist für den Prada. Eine... Denn sie ist eine Hand, sie ist wie eine Handtasche, sie ist für den Bra da. Bro, check ich nicht. Sie ist für den Bra da. Die Anspielung auf Bra. Darauf? Und am nächsten Tag ein Kater, dann ist sie wie eine Handtasche, sie ist für den Bra da. Eine... Ich check's nicht. Packen, es ist... Hä? Bro, check ich nicht. Weil man da... Ist wie eine Handtasche, sie ist für den Bra BH da. Prada. Prada. Sie ist wie der Handtasche, sie ist für den Bra da, Prada. Ja, ich weiß Bra für den Bra da, für den Bruder da, klar. Aber wo ist die Doppeldeutigkeit da drin? Da ist irgendeine Doppeldeutigkeit. Prada könnte sein oder halt Bra BH. Aber... Na, und hab nicht zu viel getrunken und am nächsten Tag ein Kater, dann ist sie wie eine Handtasche, sie ist für den Bra da, ein echtes Wing. Denn, ja, okay, Prada, die Marke, ja, okay. Wenn mich Teenagers mit Fotos nerven, kümmern sie sich drum. Sie kann lügen, ohne rot zu werden. Eine Frau, mit der man rechnen kann, besser als jeder Talisman. Sowas wie meine rechte Hand, egal in welcher Lage, sie bleibt recht entspannt. Alles Kinkerlitzchen, mit deinen Fingerschnipsen kann sie dich um Finger wickeln. Sie erweitert meinen Kundenstamm, niemals gibt sie Kleiden bei, sie diskutiert noch stundenlang. Ich finde ganz cool, Mann, ich finde es bis jetzt ganz cool. Ist halt so ein Fun-Track, for obvious reasons so. Aber... Ich finde Asien gerade, wo er so eben so ein bisschen die tiefere Stimme mit ein bisschen mehr Druck probiert hat.
Das fand ich ganz geil. Lage, sie bleibt recht entspannt. Achtet drauf, wartet. Kinkerlitzchen. Mit deinen Fingerschnipsen kann sie dich um Finger jetzt wickeln. Sie erweitert meinen Kundenstamm. Niemals gibt sie klein bei, sie diskutiert noch stundenlang. Ja, yeah. Und jeden Streit fängt sie grundlos an. Und vor der Bullerei macht sie dann auf Unschuldslamm. Sie ist mein Winger. Joke ist auch nice. Ohrwurm. Er ist eine beste Freundin, sie bleibt stundenlang wach und leistet Überzeugungsarbeit wie ein Kumpel. Ich bin sehr gespannt auf den Part von Lumara, sehr gespannt auf den Part von Lumara. Sie ist mein Winger, sie ist mein Winger. Sie ist mehr als eine beste Freundin, sie bleibt stundenlang wach, denn ohne Kubis fährt der Bus ja nicht ab. Gott hat mir einen Engel gesandt. Sie ist am Start und zieht für mich die schönsten Männer an Land. Sie ist. Und damit, Freunde, kommen wir wieder ins Game rein. Einen wunderschönen guten Tag. Darf ich mich kurz vorstellen? Ja, danke. Mehr als eine ABF und gefährlich, wenn du sie stresst. Immer fair und jetzt mal im Ernst, sie ist ehrlicher als der Rest. Sind wir beide. Oh, Luke hat auch so gut flown. Auch noch underrated vom Feeling her, Mann. Warum sind alle Leute underrated, die so gut talentiert sind? Gefährlich, wenn du sie stresst. Immer fair und jetzt mal im Ernst, sie ist ehrlicher als der Rest. Sind wir beide im Club, bekommen wir alle Drinks for free. In einer Nacht nehm dich in Acht, wenn du mein Wingirl siehst. Ich fühl mich bei ihr immer, als ob ich Geburtstag hab. Geht es um Weed, dann hat sie den besten Kurs der Stadt. Und wenn mir irgend so ein Vogel dumme Witze erzählt, ruft sie mich an und rettet mich vor beschissenen Dates. Mein Wingirl fliegt und hält alle Penner von mir fern. Immer sweet, jeder Typ. Ja, wahrscheinlich wäre ich dieser Penner dann einfach. Ich bin immer dieser Penner, Freunde. Oh man, Alter. Oh man, Alter. Dates. Mein Wingirl fliegt und hält alle Penner von mir fern. Immer sweet, jeder Typ kann eine Menge von ihr lernen. Und macht irgendeiner Faxen oder Witze auf meinen Nacken. Ist sie schneller als der Blitz und bringt Gesichter zum Erblassen. Reißt die Fresse nicht auf und macht keinen Stress mit der Frau. Denn sonst wischt sie mit ihr Lappen den Parkettboden auf. Sie ist mein Wingirl. Sie ist mein Wingirl. Mehr als eine beste Freundin, sie bleibt stundenlang wach und leistet Überzeugungsarbeit, wie ein Kumpel das macht. Sie ist mein Winger. Geht ins Ohr, geht ins Ohr. Sie ist mehr als eine beste Freundin, sie bleibt stundenlang wach, denn ohne Groupies fährt der Bus ja nicht ab. Okay, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht, Freunde. Wir kommen zum kleinen, großen Mini-Fazit, ja? Erstmal, wie gesagt, es ist so ein Fun-Track irgendwie, so, weiß nicht, so ein lustiger Track einfach. Coole Kombination auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das das erste Mal war, dass die was zusammen gemacht haben. Es hat mich aber sehr überrascht, dass die was zusammen machen. Hook sehr gut von Dame. Allgemeine Musikalität von Dame. Wie gesagt, liebe ich. Schön ohrwurmlastig irgendwie. Part von Asien war okay, nicht der beste Part, aber ich hätte mir gewünscht, dass er noch ein bisschen druckvoller gewesen wäre an manchen Stellen oder dass er ein bisschen mehr probiert hätte, dass er sich ein bisschen mehr probiert hätte. Loose Einstieg, sehr stark. Flow-technisch muss man dazu nicht viel sagen. Ansonsten textlich war es jetzt von allen Leuten kein Highlight, ja. Aber einfach so ein lustiger Fun-Track irgendwie, weiß nicht. Not bad, aber auch honestly nichts, was ich mir jetzt jeden Tag geben würde. So. War okay, war gut für das, was es ist, sag ich mal. War gut für das, was es ist oder für das, was es sein soll, sein will. Ja, gut. Freunde, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle von mir. Falls ihr das Ganze hier enjoyed habt, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, auf Twitch zu folgen, ja. Wo wir jetzt gerade aus der Vergangenheit in der Zukunft live waren, sind. Damit ihr es nicht mehr verpasst, ansonsten würde ich sagen, sie muss bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer, und ciao.